Das FIR an der RWTH Aachen ist ein angewandtes Forschungsinstitut. Im letzten Jahr haben wir gemeinsam mit Partnern aus Industrie und Forschung unter dem Dach der Akatech den Industrie 4.0 Maturity Index entwickelt. Der Industrie 4.0 Maturity Index ist ein Framework, das produzierende Unternehmen dabei unterstützt, Industrie 4.0 im Unternehmen umzusetzen. Was wir über die letzten Jahre beobachtet haben, ist, dass Unternehmen mehr und mehr Prototypen und Piloten für Industrie 4.0 in den eigenen Werken gestartet haben. Nun geht es darum, Industrie 4.0 auch großflächig im Unternehmen zum Einsatz zu bringen. Der Industrie 4.0 Maturity Index orientiert sich an 6 Reifegradstufen. Auf den unteren beiden Reifegradstufen 1 und 2 geht es zunächst um das Thema Digitalisierung, das im Unternehmen umgesetzt wird. Danach geht es in 4 Reifegradstufen um das Thema Industrie 4.0. Hierzu gehört beispielsweise in der Stufe 3 der digitale Schatten, also das digitale Abbild meiner Produktion. Aber auch Stufen wie Predictive Maintenance oder die Selbststeuerung im Unternehmen durch datenbasierte Entscheidungen sind umgesetzt. Das ist eine automatisierte Montagelinie, die aus Standard-Automatisierungstechnik und Standard-Steuerungstechnik besteht. Ähnliche Systeme sind in vielen produzierenden Betrieben heute schon genauso installiert. Was wir hier eigentlich zeigen wollen, ist, wie man mit moderner IoT-Technologie Sichtbarkeit und Transparenz über die Anlage und über den Prozess erzeugen kann. Durch verschiedenste Sensoren an der Anlage kann zum Beispiel permanent der aktuelle Zustand einzelner Komponenten überwacht werden. Genauso kann sich Transparenz über den aktuellen Prozess verschafft werden. Wir sehen auf diesem Dashboard wesentliche Kennzahlen für den Bediener der Anlage, zum Beispiel über die Qualität, die Performance und die Verfügbarkeit der Anlage. Den Instandhalter hingegen interessieren ganz andere Werte der Anlage. Werte über den Zustand, die ihn frühzeitig über einen Schaden informieren. Ein Druckverlust beispielsweise im pneumatischen System führt zu Fehlern im Prozess und damit zu einer schlechteren produzierten Qualität. Bei der digitalen Transformation von Unternehmen müssen 4 Gestaltungsfelder berücksichtigt werden. Hierzu zählt beispielsweise der Bereich Ressourcen, in dem es darum geht, bei Mitarbeitern digitale Fähigkeiten aufzubauen. Gleichzeitig Informationssysteme, also eine integrierte Betrachtung der Prozesse im Zusammenspiel mit IT-Systemen. Genauso wie die Organisationsstruktur, die beispielsweise durch flache Hierarchien schnelle Entscheidungen begünstigt. Genauso wie das Kulturthema. Hier zählen beispielsweise Fragestellungen wie die Fehlerkultur hinein, die wichtig sind, damit Industrie 4.0 Technologien im Unternehmen optimal wirken können. Wichtig ist es, in der digitalen Transformation alle 4 Gestaltungsfelder balanciert zu entwickeln. Der Industrie 4.0 Maturity Index unterstützt Unternehmen zunächst dabei, ihren Status quo zu identifizieren. Das heißt, er analysiert die bereits im Unternehmen vorhandenen digitalen Fähigkeiten. In einem zweiten Schritt leitet er dann Handlungsempfehlungen ab, um diese digitalen Fähigkeiten aufzubauen, die bislang noch nicht im Unternehmen reflektiert sind. Hierzu werden 4 Gestaltungsfelder analysiert. Beispielsweise schauen wir uns im Bereich Informationssysteme Fähigkeiten im Bereich der Datenanalyse und der resilienten Infrastruktur an. Gleichzeitig werden die horizontale und vertikale Integration, aber auch Themen wie Data Governance berücksichtigt und analysiert. Die Analyse der digitalen Fähigkeiten im Unternehmen erfolgt workshopbasiert gemeinsam mit unseren Kunden. Als Ergebnis stellen wir eine Auswertung bereit. In diesem Beispiel ist das Feld Organisationsstruktur bereits relativ weit entwickelt. Nun gilt es, geeignete Maßnahmen zu finden, die sowohl im Feld Ressourcen, Informationssysteme und Kultur wirken und das Unternehmen insgesamt auf den Reifegrad 4,5, wie bereits im Feld Organisationsstruktur geschehen, zu heben. Als Ergebnis geben wir unserem Kunden ein maßgeschneidertes Portfolio an die Hand. Das heißt, gezielte Maßnahmen, die ihn bei seiner nun anstehenden Industrie 4.0 Transformation unterstützen. Das neu gegründete Industrie 4.0 Maturity Center am RWTH Aachen Campus bringt Unternehmen zusammen, die den Maturity Index anwenden möchten. Es bildet eine starke Plattform und begleitet Unternehmen bei der Transformation. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.i40mc.de.